Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, der 14.11. und ich habe etwas Neues für euch, nämlich die No-Car-Challenge. Wie der Name vielleicht schon sagt, ich verzichte auf mein Auto. Eigentlich wollte ich das schon vor ein paar Monaten machen, im Sommer, da ist es noch einfacher aufs Auto zu verzichten. Irgendwie habe ich dann aber immer einen anderen Grund gefunden und war einfach zu beschäftigt, um dieses Projekt umzusetzen. Jetzt bin ich quasi dazu gezwungen, jetzt hat mich mein Auto dazu gezwungen und zwar sind gerade meine Bremsen kaputt und werden gerade repariert und das Auto steht gerade ungefähr 35 Kilometer weit weg von mir. Was ich als Chance gesehen habe, endlich diese Challenge zu machen. Ich habe jetzt mal in YouTube geguckt, ich habe nichts dazu gefunden unter dem Begriff No Car Challenge. Also es war meine Idee, ich starte das jetzt und ich habe auch nicht gesehen, dass das irgendjemand schon so gemacht hat, wie ich das vorhabe. Egal, ob ihr einen YouTube-Kanal habt oder einfach Privatperson seid, ich würde mich riesig freuen, von euch zu hören, dass ihr mitmacht. Und zwar möchte ich 30 Tage auf mein Auto verzichten oder 4 Wochen, einen Monat, wie man es nennen mag. Kommt so ziemlich aufs Gleiche raus, denke ich. Angefangen hat es bei mir Sonntag vor einer Woche, also Sonntag der 6.11. Da war ich bei meiner Oma zum Essen eingeladen und mein Opa hat sich mein Auto angeguckt und hat festgestellt, scheiße, meine Bremsen sind ziemlich im Arsch. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das reparieren lassen. Meine Eltern bzw. mein Vater hat uns dann heimgefahren, die 35 Kilometer. Und seitdem habe ich kein Auto mehr. Und es gab Höhen und Tiefen. Es ist nicht immer einfach, auf ein Auto zu verzichten. Aber ich glaube, es ist besser sogar, dass mein Auto gerade ganz weit weg ist. Weil sonst wäre ich viel öfter in Versuchung gekommen und hätte vielleicht mal eine Ausnahme gemacht. Noch kurz zu den Regeln. Ich mache nicht wirklich Regeln. Ich finde, jeder sollte das für sich selbst festlegen. Zum Beispiel, wenn jemand wirklich nicht ohne Auto auf die Arbeit kommt, dass man dann sagt, okay, ich für mich werde zur Arbeit fahren und alles andere werde ich mit dem Fahrrad erledigen. Oder ich werde jetzt nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, aber einkaufen, das muss ich so machen, weil ich solche großen Mengen nicht transportieren kann. Also ich finde, ich möchte jetzt nicht für alle festlegen, dass in diesen 30 Tagen wirklich kein Auto gefahren wird. Ich finde, jeder sollte seine Ausnahmen selbst festlegen, aber ich finde, man sollte im Vornherein Ausnahmen festlegen. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt auf den Flohmarkt zweimal in diesem Monat, in dieser Zeit. Das geht für mich in Ordnung und ansonsten verzichte ich aufs Auto. Oder ja, ihr findet bestimmt was. Also ihr müsst euch da jetzt nicht komplett einschränken. Ich finde, ihr solltet selber eure Regeln festlegen. Aber natürlich, umso weniger Auto, umso besser. Denn es ist gut für dich, wenn du mal mehr Fahrrad fährst. Kann ich auch von mir behaupten. Wenn du auf dein Auto verzichtest wegen der Umwelt, also um das CO2 einzusparen, ist es auf jeden Fall ein guter Beitrag. Auch wenn Fleischessen mehr bringen würde, als aufs Auto zu verzichten. Aber das ist ein anderes Thema. Und vor allem sparst du auch viel Geld. Also so ein Auto kostet ja nicht gerade wenig, jetzt von der Versicherung mal abgesehen. Kommt es drauf an, wie viel du fährst, aber was ich diese Woche schon gefahren bin, denke ich, kann man schon sparen auf einen Monat hochgerechnet. Und zwar, das habe ich extra für euch aufgeschrieben. Ich bin zu meinem Freund gefahren, das ist hin und zurück 2,8 Kilometer. Ich bin zum Verteiler gefahren, das sind 5,4 Kilometer, also das war jetzt an unterschiedlichen Tagen. Am Sonntag bin ich einmal in den Stadtbahnhof zum Essen gefahren und einmal noch in eine Pizzeria. Das waren 5,2 Kilometer und 3,8 Kilometer. Und bin zur Schule mit dem Fahrrad gefahren, das sind ungefähr 400 Meter. Und Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag bin ich zur Arbeit gefahren. Das sind, glaube ich, es waren 1,5 Kilometer einfach, also 3 Kilometer am Tag. Macht 12 Kilometer. Und insgesamt komme ich damit genau auf 30 Kilometer in der ersten Woche. Jetzt heute war ich wieder in der Schule, also 800 Meter, wobei man das eigentlich noch verdoppeln muss, weil ich fahre frühs mit dem Fahrrad zur Schule, in der Mittagspause heim, dann fahre ich wieder hin und wieder heim. Also es sind sogar ein bisschen mehr als 30 Kilometer. Ich kann allerdings nicht genau sagen, wie viele Meter es genau zur Schule sind. Und einige werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich nicht laufe. Ich laufe nicht deswegen, weil ich mit dem Fahrrad dann nochmal schneller bin und es sich dann lohnt, in der Pause heimzugehen und daheim was Leckeres zu kochen. Also zum Beispiel, also meistens esse ich dann halt schnell Nudeln. Oder ich mache nochmal einen Mittagsschlaf. Auf jeden Fall
lohnt sich das für mich, einfach mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich dann noch mehr erreichen kann. Oder manchmal mache ich auch einfach die Wohnung sauber in der Zeit. Oder fange zumindest an. Also, die No-Car-Challenge. Ich freue mich über rege Teilnahme. Schreibt mir unter dieses Video, schreibt mir auf meiner Facebook-Seite, die verlinke ich nochmal unten in der Infobox. Und wenn ihr wollt, dass mehr Leute mitmachen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch dieses Video teilt. Ich werde gucken, dass ich ein bisschen dieses Video noch rumschicke, weil ich einfach Leute dazu animieren möchte. Und ich finde, gemeinsam macht sowas mehr Spaß, als wenn man das alleine macht und einfach sich gegenseitig motivieren. Und ich freue mich, wenn Leute mitmachen. Und was ich noch sagen wollte, ich hänge gerade ein bisschen mit meinen Videos hinterher. Das war, weil ich so lange keinen Laptop mehr hatte. Das war jetzt ein paar Monate lang. Ich habe jetzt wieder einen funktionierenden Laptop zurzeit. Ich arbeite jetzt gerade alles auf. Ich habe nämlich während dieser Zeit trotzdem Videos gedreht und die muss ich jetzt nach und nach hochladen. Aber ich bleibe dabei. Es hat sich so viel getan, es hat sich so viel verändert und ich freue mich, euch diese Veränderung bald zeigen zu können. Entweder kommt am Dienstag oder am Mittwoch kommt dann auch das Minimalism Game Tag 8 bis 11 Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Teilnahme. Gerade wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, schreibt mich einfach mal an, dann können wir das vielleicht nochmal irgendwie bequatschen oder wenn ihr Fragen habt oder teilt mir einfach mit, wenn ihr selber ein Video drüber machen wollt. Ich freue mich riesig. Bis bald, eure Veganine.